Hallo Menschen, euer Senseless Survivor wieder hier. Herzlich willkommen zur vierten Runde mit Meister Skui am Start. Und diesmal war das Schneiden des Videos echt eine Herausforderung. Es war echt schwer, Bild, Ton zu synchronisieren. Es war richtig harte Arbeit. Und ich werde euch dann im letzten Video, das wesentlich kürzer geht als die vorherigen Videos, im Anschluss auch nochmal zeigen, was ich für Probleme hatte, für den einen oder anderen, den es vielleicht interessiert. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem vorletzten Video mit Skui und mir. Und ja, falls es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Like da, würde ich mich riesig freuen. Und Abos sowieso. Bis dahin, wünsche euch was. Jetzt ist, ich habe auch lange Fortnite gespielt, ne? Natürlich. Hm, ja, habe ich auch mal, ja. Damit habe ich ja angefangen. Ja, ich glaube, damit haben die meisten angefangen, aber... Hm. Naja, so durch meinen Sohnemann und so, da Papa lass zocken und so. Ja, ja, klar. Aber es, so wie Mickey sagt, es gibt keinen zu spät. Ganz genau. Ja, das stimmt. Es gibt nur einen selber halt, ne, wenn man das selber will. Und wenn man da der Typ für ist, kann man es halt auch schaffen. Nur man muss halt den Arsch dafür aufreißen, ne. Wally Kepkio, Oh, da kam auch noch einer an mir vorbei, gepfiffen, du. Halleluja. Ja, ist ein normales hier. Ja. Letztens haben mich hier Sabotkis auseinandergenommen. Ja, ich glaube, die sind aber nicht da. Lass mal Crack Host vielleicht. Nee. Kommt gleich raus. Ja. Könnte ja theoretisch schon einer da sein. Also auf jeden Fall dieses, weiß ich nicht, YouTube-Business ist jetzt zu spät und tralala ist auf jeden Fall Quatsch. Nee, ja, das mag sein, aber halt der Content wird er sich dann ändern irgendwann mal. Das vermute ich mal so. Noch schlage ich mich relativ gut in der Shooter-Szene, aber... Ja gut, das macht ja nichts, ne? Hm. Sagt ja keiner, dass man nur mit Shootern erfolgreich sein nee, kann. Nee, das ist auch momentan halt das, was mir am meisten Spaß macht. Und wenn du Minesweeper spielst? Ja, ist doch genau so. Es kommt halt immer auf die Persona, ne? Das muss halt auch zu dir passen. Ja, das stimmt. Geh halt hoch. Mhm. Aber das ist halt auch so ein Thema für sich, ne? Es gibt da halt einfach keine. Ja. Wie soll man sagen? Keine Faustformel. Gibt es Minesweeper Streamer? Bald gerade dich. Man müsste es mal machen, ne? Ein Experiment, Minesweeper. Ja, immer rein. 24 Stunden streamen. Ich meine, mit deiner E-Mail hast du ja auch gedacht, das antwortet keiner. Ich habe geantwortet, so weißt du, was ich meine? Ja, deshalb, das ist halt einfach, wenn man sich Mühe mit irgendwas gibt, dann wird das halt auch meistens honoriert, ne? Außer du bist halt ein richtiger Vollidiot. Dann denke ich, hast du entweder nur eigene Vollidioten im Chat oder die Leute durchschauen das und wissen, dass du halt ein Trottel bist. Hm. Nee, ich versuche sowas auch rauszuhalten. Hm. Also mir ist eine kleinere Community, eine humane und lustige und ja, lieber als eine große, wo du voll... Wer ist denn der Ossi bei dir? Der Ossi ist Senseless Survivor. Okay. Raus in Dialekt, wa? Hm? Ist Ossi für Ossis eigentlich eine Beleidigung? Aber für mich nicht. Ich bin da nicht so, also... Ich war beim Bund oben in Kiel. Und also im Westen drüben. Und du hast. Ich hatte mal herrliche Freundschaften drüben, auch mit Wessis und so. Und du hast Arschlöcher im Osten, du hast Arschlöcher im Westen. Also das mache ich nicht an der Bezeichnung fest oder sowas. Ja, du, ey, ich muss sagen, dieses Ossi-Wessi-Ding, das habe ich erst so richtig beim Bund irgendwie kennengelernt. Ach so. Für mich war halt alles ja deutsch. Keine Ahnung. Ja. Ist es für mich auch, ich verstehe das nicht. Also ich habe... Ich habe so gute Freundschaften im
drüben im Westen, sag ich mal, geknüpft und möchte ich nicht vermissen und überhaupt. Ist, für mich ist das alles Schwachsinn aus dem Westen. Und alles wie gesagt, du hast da Arschlöcher und dort Arschlöcher und du hast dort super Leute und ja, hier super Leute. Es kommt auch immer auf dich selber mit an und wie du in den Wald reinrufst, so schallt's zurück und so weiter. Vor der Garage, wusstest du? Ich bin, hab mal kurz hinten zum Durchgang geguckt. In der Garage. Okay. Du hast hier vor mir? Ja. Ja. Bin ich fast tot? Lass mal drauf, oder? Oh, da hinten wird geschossen. Ja. Mumble in der Halle. Die Klumpen. Schiss auf mich, schiss auf mich, schiss auf mich. Von oben, glaube ich. Nee, von hinten. Skeleton, vom Skeleton, vom Skeleton. Weißt du, was ich meine? Oh ja. Ja. Das Construction-Ding da hinten, was so. Genau. Na, Digga, ich seh dich. Der ist oben drauf. Ich push hart. Metallsteps. Ich bin wieder zu. Ich glaube, der ist durch den Container abgehauen. Ich bin drüben auf der anderen Seite schon wieder und sehe ihn nicht. Straße? Nee, bist du voll auf der Straße? Nee, ich bin nicht Straße. Bist du auf der Straße? Nein, 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 nein. Jetzt glaube ich durch den Container geht zur Straße. Ich safe durch den Container abgehauen. Ich bin draußen am Durchbruch. An dem Bus, der hier an der Turmstraße da steht. Geht auch, wo er eben war. Ich guck Richtung Schienenbrücke da. Seh nicht. Ich bin am Busbahnhof jetzt. Läufst du? Nein. Springst ja, also du? Ja, ich bin gesprungen, ja. Okay, okay. Bin oben hier auf dem Skeleton-Ding drauf. Okay. Ich bin direkt draußen. Hier an dem LKW, der ja gleich an dem Durchbruch steht. Ich bin Holz, ich komme zu dir gerade. Okay, wirklich. Okay, ich seh dich. Der muss irgendwo da hinten sein. Skeff? Skeff hat geschimpft. Wo denn? Hab ich nicht gehört? Oh, aus der Richtung, wo wir hergekommen sind. Ich bin wieder drin. Ich auch. Läufst du Metall? Ja, ich bin hier oben. Ah, okay, oh. Mann. Na, sicher hier raus, das geht. Naja, dann ist der weg, oder? Ja. Morgen gibt's den Wipe, ja. Alles klar, das weiß ich Bescheid. Alles offen. Ich zieh direkt in die 3. Okay. Geh ich in die 2. Ich höre hier nichts. Dreht mit mir. Dreht mit mir. Yeah. Die Guards wahrscheinlich, bei Schala. Ja, ein Guard down, ich bin im Treppenhaus. Okay, hier ist noch. Das bin ich. Hast du durchs Fenster geschossen? Bist du in der zweiten unten? Ah, ja. Okay, okay. Ich bin neben dir, direkt neben dir.
muss mal Magazin laden. Das bist du hier, ne? Ja, ja, ja. Hier hat doch noch gerade einer gemambelt. Der einer so? Ach ne, den hast du wahrscheinlich dann erschossen. Dann. Noch einen. Und oh, doch, da war das. Das kann auch gewesen sein. Den habe ich. Mhm. Oh, Rucksack. Schon wieder keinen Rucksack mit. Immer auf Almosen angewiesen. Ja, mal gucken, ob einer von denen was hat. Mhm. Das weiß niemand. Nur wenn man halt hier in den Chat kommt, ohne Hallo oder sonst irgendwas zu schreiben und einfach zu fragen, gibt's morgen Wipe, ey? Dann sag ich, ja. Der Scooby ist ein strenger, aber gerechter Lehrer. Ja, Digga, jeder erzieht sich seinen Chat so, wie er will, ne? So sieht's aus. Oh, ich hab Rischala erschossen. Ist immer ein Spiegelbild des Streamers. Deshalb sind bei mir alle lost. Ach, na nun. Also hol dir die Red aus Rischala. Ja, sehr schön. Und vor allen Dingen die Pistole. Endlich. Ich bin im Bad, ne? Okay. Ich glaube nicht mal, dass die das wissen, Bloody. Das werden die spontan entscheiden, denke ich. Irgendwie. Ja, die werden sagen, yo, jetzt ist gerade, weißt du, was ist Factory fertig oder das ist fertig oder jenes ist fertig. Ja. Aber ja, zünden. Noch eine Bulle Wodka. Oh, komm, hier, lass Vibe machen, Alter. So ungefähr. Okay, wo bist du? Hier gegenüber der Treppe. Ah, okay. Ja, was nun? Hast du die Schale hast? Ja, hab ich. Also Pistole genommen und die Keycard. Ja, dann würde ich sagen, würde ich die Flucht ergreifen. Lass ich würde vielleicht nehmen, ne? Ja, genau. Da würde ich vielleicht Pistole. Weil ja, oben ist einiges tot. Oder Marco nochmal? Karre ist eh nicht da. Ich schau nochmal ganz kurz oben. Schade. Hm, hm. Ich komm mit. Bis zur Treppe jedenfalls, dass du noch ein bisschen Bewegungsspielraum hast. Oh, er ist schon oben. Oder? Wie ein geölter Blitz, der ist gut. Naja, wenn ich sage, ich gehe nach oben, dann gehe ich nach oben. Hier ist alles offen. Ja, hier ist ja, ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Tote Hose. Ich gehe wieder runter. Bin in der 1. Hab noch einen Guard. Oh, ich höre was. Noch ein Kauf. Noch ein Guard. Hm? Dann waren das alle vier. Okay. Hey, Pause. Digga, du musst auf jeden Fall mal ein bisschen mehr sprinten hier durch die Maps. Ich sprinte wie ein Wahnsinniger. Ich bin nur am Rennen praktisch. Wutz, wir machen Wutzrans. Ich renne nur. Aber. Tja. Die Filter drin. Nee, sowas habe ich nicht. Warum nicht? Vielleicht ist es auch. Ist das Boot da? Nee, Fuego ist nicht. Schade. Ich gehe weiter Richtung Steg unten. Okay. Ach so, ich habe eine Autobatterie. Ich schmeiß die weg. Ich brauche die sowieso nicht. Brauchst du eine Autobatterie, Screen? Nee, ja. Naja, ich frage vorsichtshalber. Dann siehst du im Video, der hat eine Autobatterie weggeschmissen. Das dumme Schwein, warum hat er mich nicht gefragt? Ich weiß gar nicht mal, was bringt die jetzt noch? 30.000? Wenn überhaupt. Ich bin drüben. Hm? Hab dich gesehen. Ganz genau, Paul.
Pool hat er aufgebaut. Ja, nice. Ja, gönn dir hart. Oh, manche verstehen zu leben, ha? Ich sitze hier auch nochmal in meinem Dachgeschoss. Wahrscheinlich wieder 32 Grad in der Bude. Das Blut auf dem Boden. Ja, hier liegt einer. Skeff. So. Lebst du alleine, oder was? Nee, nee, Gottes Willen. Verheiratet Sohn, 15 Jahre alt. Eigenes Haus haben wir uns saniert. Und oben ist mein Zimmer sozusagen. Das wollte ich schon immer so unterm Dach ein Zimmer. Ich liebe das mit den Dachschrägen, weißt du? Ja, wenn du eine Klimaanlage reinballerst, geht das, ne? Ja. Haben wir gestern schon drüber gesprochen, aber man weiß halt auch nicht mit den Stromkosten und so. Ach, das geht. Ich habe auch eine mehr. Okay. Bei uns. Eine Mauer. Ist down. Der ist im Arsch. War das hinter uns? Genau da bei der anderen. Bei dem anderen. Nate geht raus. Circle zur Mauer links. Noch eine Nate? Ich sehe ihn nicht. Noch. Noch eine Nate? Zur Abwechslung mal noch eine Nate! Und du bist noch eine Nate, Junge! Komm hier auch noch eine hinterher. Vorsicht, meine Nate noch. Will ich da einer? Hast du ihn zerrissen? Nee. Will ich nur einer. Das war der nicht. Doch, M700? Warte mal. Kann schon sein, M700. Ja, hier hat aber noch keiner geschossen. Hier müssen zwei Leichen liegen. Die war weiter vorne, der eine, oder? Hätte ich fast gesagt. Ist der runtergerollt, den Berg? Nee, das war der doch. Nee, nee, so weit war der nicht. Da ist noch irgendwo einer, Bro. Okay. Pristas, Junge! Oder ist der extracted? Nee, auch nicht. Ja, wenn er mich hier gleich einen One-Tap M700-Shot gibt, ne? Mhm. Bist du raus? Nein, 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 nein. Okay. Ich jag den jetzt. Wir jagen den jetzt. Ich sehe schon meine Kolben. Oder war der noch nicht down? Unten. Hatte der sich nur hingelegt? Schwer das zu sagen. Kann natürlich sein, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ja, kam es auch vor, als hätte ich einen Schuss von hinter uns noch gehört oder so. Nee. Okay. Safe nicht. Da vertraue ich deinen fachmännischen Form. Ich gebe Cover. Schau mal, ob der mit einer Granate geholt wurde. Ja. Hä? Der hat kein Top-Deck mehr. Ja, dann ist es ein Scav, dann ist es Latte. Willst du was von dem? Nö, nö. Ja, das Gerät war. Ja. Ach, vielleicht ging es mir auch nicht. Labe dich. Hopp. Ja, lass raus. Können wir noch eine machen? Jo. Geil. Dann habe ich hoffentlich jetzt die Quest geschafft. Ganz nebenbei, das war ja richtig geil. Reschaller tot, Pistole raus. Ein Traum wird wahr. Dann haben wir noch ein Traum. Gab, hätte ich noch geguckt. Wir haben doch schon alles geworfen, was wir hatten. Headshot, F1. Dann war der, ja, dann Reschaller ist der nicht gestorben durch unsere Schüsse. Richtig schlecht sind wir. Ey! Dann muss der das gewesen sein. Ja. Passt doch.